Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Trider Princess, einer weiteren Session mit mir, dem Oldschool-Player. Ja, in der letzten Session haben wir die Wüstenburg fertig gemacht, haben erfahren, dass Ganondorfs Hinrichtung fehlgeschlagen ist, dass er wieder dank, glaube ich, Xantos Hilfe aus dem Schattenreich ausgebrochen ist und ja, dass wir jetzt vier Stück von den Schattenspiegelteilen brauchen und hier ist nur eins, das heißt drei brauchen wir noch. Eines ist im Heiligen Hain und eines ist auf dem Eisgebirge oder Schneegebirge und eins ist hoch in den Wolken und das wird der größte Spaß werden, glaube ich. So, aber vorher mal noch was anderes vor und zwar habe ich mich schlau gemacht, wo man denn die Flaschen finden kann. Und eine ist gerade noch voll, das ist gerade recht praktisch, deswegen gehe ich mal gleich zum Wald von Pirone zurück. Denn dort gibt es die nächste Flasche, man mag es kaum glauben, aber es ist tatsächlich wahr, beim Lampenhändler. Früher Morgen, egal. Ja, beim Lampenhändler, er gibt uns nämlich eine. Das klappt allerdings erst, wenn... Oder nur wenn die voll ist. So, kommen wir da durch. Ist da kein Nebel mehr? Doch, ich höre schon. Ja, er ist noch da. Warte mal, kann ich mich woanders hin warpen? Das wäre vielleicht ein bisschen praktischer. Ja. Gerade nicht dahin, sondern mehr so hier unten. Ja, in den Süden des Waldes. Weil ich habe keinen Bock hier durch den Nebel zu marschieren. Dann gibt es ein Item, das ich unbedingt haben will zum besser schießen mit dem Bogen. Nämlich die Adlermaske. Also dazu muss ich nach Kakariko und einem ganz bestimmten Jungen reden. Diesen Tipp verdanke ich Extreme Dragon 03. Genau. Der hat mir den Tipp gegeben. Und den werde ich noch nachgehen. Und ich glaube mich noch zu erinnern, wo sämtliche Flaschen zu finden sind. Einen davon gibt es hier. Einen haben wir schon. Und ich sollte vielleicht erstmal zum Menschen werden, bevor... Ja, okay, sich erschreckt. Das wäre vielleicht mehr vom Vorteil, ne? Bevor sich der Typ... bevor der Typ hier Reis ausnimmt und davon rennt und wir keine Flasche mehr kriegen. So, mit ihm hier sollen wir reden. Unsere Flasche ist noch voll. Das ist praktisch. Ja, Öl willst du? Du kannst entweder 100 Rubine eine Flasche Öl kaufen oder 20 Rubine für den Nachschub bekommen. Ja, ich will die Flasche. Vielen Dank, hier nimm. Als eine Flasche mit Öl benutzt du, um deine Lampe scheinen zu lassen. Um einfach zu füllen, lege Lampe und Öl auf Y und X und schieße das Öl in die Lampe. Und warst du im Schrein? Ist toll, oder? Naja, in letzter Zeit treiben sich ziemlich viele Ungeheuer darum. Wo man auch geht, es wird wirklich immer schlimmer auf der Welt. Ja, und die nächste Flasche finden wir bei den Zoras. Und sich hier zu warpen wäre eine schlechte Idee. Aber ihr seht schon, jetzt haben wir nicht nur eine Flasche, ich glaube, jetzt haben wir... Ja, jetzt haben wir zwei Flaschen, richtig. Okay, zweite Flasche, sweet. Und die dritte lässt, glaube ich, auch nicht lange auf sich warten. Dazu müssen wir nämlich zu diesen Zoras, wie ich gerade schon sagte. Einmal warpen, bitte. Ich glaube, zur Zora-Quelle. Die Spielkammer nicht, das war falsch. Genau hier oben. Zur Zora-Höhle. Wir wollen jetzt nämlich fischen gehen. Und nehmen erstmal natürlich unfreiwillig ein Bad. So, aber raus mit uns. Wir wollen ja hier irgendwo fischen und nicht baden. Und zwar bei einem bestimmten Angelteich.
Dazu müssen wir hier unten zu einer ganz bestimmten Person. Da hinten sieht man schön das Schloss, wie es vom Schatten umschlungen ist. Ich glaube, ihr könnt auch so klettern. Hier muss ich jetzt nicht extra zum Wolf werden. Kann ich hier vielleicht runterklettern? Einfach so und das Link irgendwie. Ja, okay. Springt nicht. Das ist gut. Okay, das war jetzt eigentlich nicht ganz so geplant, aber gut. Es hat funktioniert. Ich glaube, hier lang muss ich, oder? Bloß nicht runterfallen, sonst müssen wir alles nochmal machen. Das wäre ein bisschen unpraktisch. Ah, Rubies. Ja, reicht auch gerade. Ich glaube, hier ist die Angelstelle, zu der wir müssen. Hier war ich nämlich, glaube ich, noch nicht. In der kleinen Höhle. Das ist die Hyrule-Ebene. Bin ich hier doch falsch? Ich glaube, ja, ich bin hier doch falsch. Stimmt, ich glaube, ich weiß wieder, wo es war. Unten bei der Wasserstelle. Ja, ich glaube, unten bei der Wasserstelle war es. Weil hier ist ja nichts weiter. Und ich weiß, dass da unten eine Tür blockiert war, die wir mit Bomben nicht aufbekommen haben. Dann wird das, glaube ich, dort sein. Wenn mich gerade nicht alles täuscht. Wenn mich gerade nicht alles täuscht, dann war das hier irgendwo. Dann war das hier irgendwo. Ist hier gleich. Ja, da hinten ist was zu. Ist es das hier vielleicht? Angelteich, genau, das ist es. Da müssen wir hin. Wir müssen nämlich fischen gehen. Angelteich, Angeln mit Pose ist frei. Für Angeln mit Köder bitte Geschäft nachfragen. Stinkköder, sage ich schon. Sinkköder verboten. Es muss ja auch ein Schild geben, wo drauf steht, das Wasser ist irgendwie schmutzig. Da sollen wir irgendwie fischen gehen. Soll ich gerade mal. Ach so, da. Ja, hier muss das Wasser dreckig sein, glaube ich. Halt die Natur sauber. Müll gehört nicht in den Teich. Schützt die Natur für einen sauberen Teich, indem sich die Flasche. Flasche sagt schon einen Hinweis, Fische wohlfühlen können. Und dem Angler gern der Angler sehr gern verweilt. So, die Flasche. Ich habe gerade eine Idee. Vielleicht. Können wir ja die Flasche uns so holen, wenn wir irgendwie uns die Zora-Rüstung anziehen und hier einfach mal ein bisschen abtauchen. Aber ihr seht schon, nein, bringt nichts. Gut, anscheinend müssen wir dann doch dort so angenehm. Ich sehe gerade, hier ist ein kleines Secret. Ist mir gerade so ins Auge gefallen. Flup. Mal schauen, was es hier gibt. Ich habe mir gleich passende Anglerklamotten angezogen. Okay. Moment, es
Ja, es okay, viel Anzeige. Es ist nur. Ja, es ist nur ein Ast. Ich habe es jetzt für einen Riss in der Wand gehalten, aber es sind nur Wurzeln. Naja, gut, dann wollen wir mal reingehen, uns einen Angel schnappen und gucken, ob wir die Flasche rausholen können aus dem Wasser. Übrigens die. Ah, wie er sich freut. Herzlich willkommen. Oh, hallo. Du bist zum ersten Mal hier, oder? Mir gehört dieser Angelteich. Sena ist mein Name. Schön, dass du hier bist. Ah, Link scheint sich richtig wohl zu fühlen hier. Er hat richtig gestrahlt, als das Gesicht. Den Laden. Das Gesicht. gesehen hat. Angeln mit Köder kostet inklusive Kanu ohne Zeitbeschränkung, das ist schön, nur 20 Rubine. Schnäppchenpreis, willst du gleich mal probieren? Ja, gerne. Okay, heute bekommst du als besonderes Service eine Begleitung, umsonst. Also gehen wir. Okay. Solange du mich nicht dran hinderst, das auszuführen, was ich vorhabe, ist es in Ordnung. So, wir segeln gleich mal zum Schild hin. Die eine Stelle da hinten, weil dort soll sich irgendwie die Flasche befinden. So, mit B können wir jetzt die Angel auswählen und. Ich glaube, das war zu weit, oder? Ja, das war. Oder hat nicht ganz gepasst. Ah, ich mache das gerade zum ersten Mal mit diesen Fischen. Ich muss mich erstmal. Was möchtest du? Oder Moment, kann ich da irgendwie nicht hin mit meiner. Glaube nicht, oder? Ah, das war jetzt eigentlich nicht ganz so gedacht, aber okay, gut. Fisch ist Fisch und ich hole ihn an Land. Boah, da hat sich mit einem Sprung gelöst. Aber das ist der wahre Reiz. Angeln, Fisch springt. Na, manchmal springt er ab und manchmal hasten und manchmal nicht. Schade, schade. Das ist gerade voll episch. Wir sind der Held. Wir müssen die Welt retten. Alles zählt auf uns. Was machen wir? Wir gehen einfach fischen. Aber irgendwie glaube ich, dass das nicht jetzt Rätsels Lösung sein soll, die Flasche zu bekommen, weil ich kann damit irgendwie nicht untertauchen. Und ich denke mal, das Ding soll ja untertauchen. Ach komm, einmal werfen wir noch des guten Willens und dann. Wobbler, Spinner lockt Vibrationsgeräusche nervöse Fische an. Rasselhoppler lockt Rasselgeräusche große Fische aus der Tiefe an. Na, es klingt doch recht gut. Wenn der zu Fisch aus der Tiefe anlockt, dann. Dann nehme ich diesen Köder auch.
Na okay, es scheint jetzt nicht wirklich funktioniert zu haben, so wie ich mir das dachte. Ich würde sagen, ich gehe raus. Weil ich bin ja wegen der Flasche hier und nicht wegen Angeln. Ach, schon fertig? Diesmal wohl nicht so erfolgreich, was? Na, dann kann man nichts machen. Lass den Kopf nicht hängen. Beim nächsten Mal fängst du bestimmt was. Falls es ein nächstes Mal gibt, ich muss mich erstmal ein bisschen üben mit dem Angeln. Weil ganz so einfach ist das nicht. So. Aber wie gesagt, ich bin wegen was anderem hier, nämlich wegen der Flasche. Und das verfolge ich jetzt auch. Liegt die vielleicht irgendwie rum am Boden? Oder bin ich jetzt ganz falsch? Ich weiß es nicht. Ich sehe auch kein weiteres Schild hier. Von wegen schmutziges Wasser und so. Nee, sehe ich keins. Egal, ich schau mich trotzdem mal um. Vielleicht ist es ja doch irgendwie. Okay, es dauert mir ein bisschen zu lange. Ich schwimme einfach mal durch. Nein, hier ist nichts. Hier oben vielleicht an Land ist, glaube ich, auch nichts. Gibt's hier vielleicht irgendein Geheimnis oder so, das man finden könnte? Nein, hier ist einfach nur flaches Wasser. Ja, gute Frage. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, wo sich die Flasche befinden soll. Ich habe bisher auch den Tipp nur gelesen, also richtig nachgeschaut habe ich jetzt nicht. Ich dachte mir, okay, das ist vielleicht nicht schlecht für den Rätselfaktor. Also das Schild stimmt, der Hinweis auch, aber ich sehe keine Flasche. Laufe ich da die ganze Zeit vorbei? Also Leute, ich muss sagen, ich habe gerade keine Ahnung, wo sich hier die dritte Flasche befinden soll. Ich weiß auch, wo die vierte Flasche ist. Wenn ihr 20 Geisterseelen habt und mit dem Typen da sprecht, wir haben jetzt, glaube ich, 11. Okay, dann fehlen noch 9. Und dann, wenn wir das geschafft haben, dann kriegen wir eine weitere Flasche. Was dann unsere dritte bzw. vierte Flasche wäre. Na gut, ich habe jetzt auch, glaube ich, nicht wirklich mehr Lust zu suchen. Stattdessen will ich gerade mal ein
anderes kleines Secret erforschen. Und zwar gehen wir mal zum Hylia-See, genau. Da gab es nämlich noch eine Höhle, wo wir bis ganz unten waren. Und dann bin ich aber gestorben und hab's nicht mehr weiter erforscht. Ich glaube, dass da noch mehr zu finden war. Vielleicht sogar ein Herz. Ich habe ja gesagt, ich gehe nochmal rein und ja. Ich würde sagen, das mache ich jetzt einfach mal. Na, wo war sie denn? Nein, da unten ging's bloß hier zum Eingang der Quelle des Wassergeistes. Hier haben wir zu dem Christa getroffen, die uns angeboten hat, dass wir ihr Spielchen spielen können und über der Burg kreisen voll die Krähen oder Raben oder was auch immer. Total epic. So, wo ist diese Höhle, ist gerade die Frage. Ich weiß nämlich gerade leider nicht mehr ihren Standort. Ich weiß aber, dass es hier noch einen Geist zu finden gab, des Nachts, den ich leider nicht mehr erwischt habe. Da ist die Höhle, genau. Ach ja, habe ich gar nicht vergessen zu erklären. Und zwar gab es während der den letzten Sessions einen kleinen Aufnahmefehler. Er hat eine Aufnahme nicht gespeichert, deswegen ist es gerade ein Zweitstand, den ihr hier seht.